da draußen, ich bin's, der Matze. Und der Tim hat mich mal drauf angesprochen, weil ich Super Meat Boy spiele, ob ich nicht mal zeigen kann, wie schnell ich doch durch die Bosse durchrushen kann. Beziehungsweise das Ganze ist eigentlich gerade vollkommen erfunden. Ich dachte nur, es könnte vielleicht ganz interessant sein zu sehen, wie ich überhaupt dieses Spiel spiele. Und am interessantesten sind natürlich die Bosse, weil die am härtesten sind. Versteht sich ja von selbst. Und ich dachte, ich rush jetzt eben mal so durch diese Monsterhorden durch. Monsterhorden hört sich gut an. Ist mir leider auch ein bisschen gelogen. Direkt durch die Bosse. Und ja, hoffen wir einfach mal, dass ich so schnell wie möglich da durchkomme. Also. Wahrscheinlich Overworld, The Forest. Und wir starten direkt beim Bossgegner ohne große Umschweife. Scheiß auf das Video. Auch wenn die recht süß gestaltet sind. Edmund ist halt ein Künstler. Wir lieben ihn. Und wer ihn nicht liebt, sollte ihn vielleicht doch lieben. Einfach mal so. Man sollte ihn in den Arm nehmen und sagen, Alter, du machst geile Spiele. So. Und da war dann auch schon der erste Boss kaputt. Aber gut, ist ja der erste Boss. Ist jetzt natürlich nicht so gravierend und schwer. Gut. Ich versuche da mal so eine Art Speedrun rauszumachen. So, dann sind wir im Hospital. Schneller, schneller, schneller. Schneller. Ich bedanke mich. Wutz, 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 wutz. So, dann treten wir jetzt gegen Chad an. Chad ist ein riesiges Würmchen. Ein riesiges rotes Würmchen. Aber ein süßes, riesiges, rotes Würmchen. Was das denn macht? Wow! Okay, das ist cool. So. Jetzt muss ich auf diese Seite. Alle, hep. Und auf der Seite ist ein Schlüssel frei geworden und das war's. Gut. Ein Versuch beim zweiten Bossgegner. Sieht schon ganz gut aus. Okay, weiter geht's. Komm schon, die Salt Factory. Was war das da überhaupt nochmal für ein Gegner? Ich weiß es gerade gar nicht. Aber doch, ich glaube, das war Brownie, den Dr. Fetus mit seiner Kacke geklont hat. Warum auch immer man das tun sollte. Da muss ich jetzt eben noch mal kurz wissen. Ja, es ist Brownie. Ist kein wirklicher Bossgegner. Man muss einfach nur so schnell wie möglich versuchen, durch das Level zu kommen. Für jemanden wie mich sollte das nicht so schwer sein. Hoffe ich. Okay. Oh, das ist schlecht. Hä? Tot. Okay, ein Tod. Zwei Tode. Man muss dazu sagen, ich spiele das Ganze jetzt mit Tastatur, nicht mit einem Gamepad. Einfach aus dem Grund, weil ich mit der Tastatur tatsächlich besser bin als mit dem Gamepad. Klingt zwar komisch, denn Edmund selbst sagt ja, dass es mit einem Controller viel einfacher geht. Oh, ich sterbe gerade so häufig. Aber nee, ich spiele tatsächlich lieber mit einer Tastatur. Auch wenn ich mir am Anfang eingeredet habe, ein Controller wäre vielleicht besser, aber nein. Für mich nicht. Ich versuche immer diesen coolen Jumps zu machen, versteht ihr? Aber irgendwie will das heute nicht ganz so. Okay. Ich habe Brownie saumäßig überholt. Das spricht nur für mich. Das hat er mich kurz überholt. Und ich hab's geschafft. Ich weiß zwar nicht, wie viele Tode das jetzt waren. Ich habe hier extra nochmal unten einen Counter eingeblendet. Aber ich denke mal, dass das jetzt so 4 bis 5 Tode waren. Please!
Ich finde die Animation eigentlich gar nicht mal so übel, aber na, ich versuche hier gerade schnell viel Spiel zu kommen, von daher nicht viel Zeit dafür. Die Hölle mit einem der absoluten Hassgegner von Jontron, wie ich hören durfte. Und zwar mit dem Super Meat Klumpen Teufel. Ah, mit Little Horn. Er heißt Little Horn. Er ist ein großer Gegner. Mein Tipp ist, bleibt an dieser Ecke stehen und springt einfach im richtigen Zeitpunkt, denn dann kann euch eigentlich gar nichts passieren. Zumindest anfangs nicht. Selbst wenn er... Ah, okay, da habe ich mich ein bisschen verrechnet. Ah, zwei Tode. Okay, das ging gut. Ah ja, genau, jetzt muss ich hier stehen bleiben. Den war dann doch nicht so. Ah gut, man kann ja auch nicht genau wissen, wann diese Steine von oben runterkommen, beziehungsweise diese toten Meat Boys. Gut. So. So, jetzt bleibe ich an dieser Stelle stehen, denn wie ihr jetzt sehen könnt, bam, 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 bam. Ihr bleibt sicher. Jetzt kommt er, glaube ich, wieder mit dem Kopf runter. Wutz. Okay. Weiter. Diesmal bleibe ich auf der Seite stehen. Und jetzt kommt er nochmal mit dem Kopf. So. Und das war's. Immer merken, immer wieder nachspielen, dann bleibt es auf dem Kopf hängen. So, das war die vierte Welt. Der vierte Boss auch. Weiter, Rapture. Das ist wiederum mein absoluter Hassgegner. Das sind diese kleinen Würmer. Ich hasse sie wie die Pest. Einfach weil man nie wirklich bestimmen kann, wann diese Gegner angreifen und wann nicht. Man kann es in etwa eher feststellen, aber... Es ist schwer. Es ist wahnsinnig schwer. Ziel ist es halt, diese Würmer in diese Reißblätter zu bekommen. Diese Sägeblätter. Entschuldigung. Und ja, das sollte man am besten so nacheinander hinbekommen. Schade, das wäre fast der zweite gewesen. Alle hepp. Glaube ich auch mit einer riskantesten Bossgegner im ganzen Spiel. Oh. Das war nicht cool. Okay. Wow. Okay, ist nur noch ein Wurm. So, jetzt lock ich den so ein bisschen hier rüber, wie ihr vielleicht schon sehen könnt. Allerdings noch ohne großen Erfolg. So, komm. Und geschafft. Ey, ihr wisst gar nicht, wie häufig ich immer bei dem Gegner abgekackt bin. Es ist jetzt diesmal richtig gut gelaufen. So. Und weiter geht's. Und für alle Leute, die das Spiel noch nicht gedownloadet oder gespielt haben, holt es euch. Es lohnt sich. Es ist in Wirklichkeit ein richtig schweres Spiel. Nur, naja, mit ein bisschen Zeit und Übung kommt man halt relativ fix durch. Der letzte Bossgegner ist Dr. Fetus mit seinem Raketenwerfer. Und das ist, ja, eindeutig einer der schwersten Stages überhaupt. Also, wenn ihr daran versagt, ich kann es euch nicht übel nehmen. Mein Tipp ist schon mal, bleibt am Anfang stehen. Die Rakete am Anfang kann euch nicht erwischen, wie ihr sehen könnt. Dann geht einmal runter. Immer schön zwischen die Sägen springen. Immer schön zwischen die Sägen springen. Und nicht in die Sägen rein, sonst na, seid ihr halt totes Fleisch. Ne? So. Und da schreibt mir gerade Tim. Ey Tim, du bist im Video. Gratulation. Du hast es wieder hinbekommen. So. Gleich mache ich wieder einen richtigen Risk-Move. Jetzt!
Aber wenn ihr ihn hinbekommt, sieht es wahnsinnig cool aus und es verblüfft eure Freunde. So, zwischen die Sägen springen. Hier müsst ihr das Timing abwarten. Jetzt müsst ihr runter. Wenn fast alle Sägen in der Mitte sind, einfach durchspringen. So. Hier kann ich nur den Tipp geben, rennt nicht. Sobald ihr rennt, seid ihr direkt in der Säge drin. Oh. Okay, und wir haben Dr. Fietes auch besiegt. Wer jetzt allerdings denkt, dass das Spiel da schon vorbei ist, der hat leider nicht ganz recht, denn jetzt müssen wir noch mit Bandage Girl auf dem Rücken, ja, die heißt Bandage Girl, die ganze Stage nochmal rückwärts spielen. Und das ist höllisch, Leute, ihr wisst es gar nicht. Es sei denn, ihr habt es vorher schon mal gespielt, was ich jetzt einfach mal annehme. So, hier müsst ihr rennen und ihr müsst eigentlich genau den richtigen Zeitpunkt springen. Ich wette, dass es hier auch schon wieder mit dem Controller weitaus leichter ist, das Timing hinzubekommen, als mit der Tastatur, aber... Tja, dazu habe ich mich jetzt durchgerungen. Komm schon. Soll ich das sonst immer hinbekommen? Verdammt. Einige denken, man könnte ja vielleicht ein kleines bisschen springen, aber ich glaube... Ja, dachte ich mir. Dann gerate dir sofort in die Säge, das kommt nicht so gut. So. Auch bei diesem Sprung, den ihr gerade gesehen habt, nicht rennen. Da müsst ihr einmal die Renntaste wieder loslassen. Okay, jetzt habe ich glaube ich den Trick an der Wand so ein bisschen raus. Ihr müsst erst an der Wand und... Okay, ich habe ihn noch nicht raus. Ach, komm schon. Es war doch nicht so schwer. Okay, machen wir es so. So, dann müsst ihr hier durch die Sägen durch. Springen. Nochmal springen. Okay. Hier oben rauf. Und jetzt bloß nicht nach unten springen, denn nach unten kommen die Sägen wieder durch, wie ihr vielleicht sehen könnt. Hier müsst ihr durch. Jetzt kommt wieder ein Risky Jump. Wutz. Da unten seht ihr schon die nächste Plattform und ich habe sie leider verfehlt. Blöd gelaufen, aber tja, so ist das Spiel. Okay, bei dieser Säge, da müsst ihr echt perfekt timen, sonst wird's nichts. Hä? Okay, perfekt. Das wiederum nicht. Nochmal. Okay. Hä? So, das lief gut. Hier immer schön auf die Sägen am Boden aufpassen. Alle hepp. So, jetzt müssen wir wieder durch diese beiden Sägen. Kein Problem. Risky Jump. Zu risky. Nochmal. Und eine Sache, die ihr nie vergessen dürft, bleibt cool. Ernsthaft, bleibt cool bei dem Spiel. Wenn ihr es nicht hinbekommt, dann habt ihr eigentlich schon so gut wie verloren. So. Und immer aus den eigenen Fehlern lernen. Wenn ihr das nicht hinbekommt, habt ihr immer verloren. So. Ah, durch die Mitte. Nein. Schlecht. Ganz schlecht. Okay. Na. Okay, wenn die Säge oben jetzt wieder nicht gewesen wäre. Tim weiß es mit Sicherheit. Ich bin hier schon mal ein bisschen schneller durch das Level gekommen, aber ich weiß nicht. Bei dem Level werde ich immer ein bisschen nervös. Ich versuche trotzdem so cool zu bleiben wie möglich. Also keine Sorge da draußen. Keine Sorge. Das kriege ich schon hin. Okay, das war jetzt ein ziemlich verbackter Sprung. Wow! Einmal auf der Plattform gelandet und leider weitergesprungen. Und das meine ich mit cool bleiben. Wenn ihr nicht cool bleibt, macht ihr Fehler. Wenn ihr Fehler macht, könnt ihr das Spiel nicht schlagen.
So einfach ist das. Zu weit gerannt. Okay. Kennt ihr dieses Gefühl, wenn euch die Finger kribbeln? Ich hab das gerade. Okay. Nein! Scheiße. Oh je, der Matze flucht wieder. Okay. Jetzt juckt mir irgendwas im Auge, ich will nicht kratzen. Ich brauche meine Augen noch. So. Ab durch. Ab durch die Mitte. So, das geht klar. Da unten ist die nächste Plattform. Cool bleiben, Matze. Es sind diese kleinen Fehler im Leben. Wie dieser. So, wieder. Und, eps. Okay. Und ich wünsche mir, dass der Tim unter die Kommentare ein Boah, Alter schreibt. Wenn nicht, dann wäre ich sehr, sehr traurig. Okay. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass ich den überlebe. So. Aber soweit so gut. Ab hier kann es nur noch leicht werden. Heißt nicht, dass ich hier ohne Fehler rauskommen muss. Hier bloß nicht rennen. Hier kann man ruhig rennen. Timing. Und voilà. Geschafft. Und so schlägt man in Super Meat Boy die Bossgegner. Zumindest die ersten. Ich habe jetzt ein Video von 17 Minuten. Ich würde jetzt behaupten, der Run ging ungefähr 16 Minuten. Versucht mal eine Zahl zu schlagen. Ich würde mich über Videoantworten freuen. Wenn ihr das machen würdet, wäre schon geil. Wäre schon richtig geil. Oder wenn ihr vielleicht schon mal solche Runs gemacht habt, verlinkt die doch einfach mal unter meinem Video. Weil ich würde mal gerne sehen, wie schnell die anderen Leute da draußen da durchkommen. Und ja, vielleicht ist mein Video jetzt auch eine Hilfe für euch, falls ihr einige Bosse absolut nicht besiegen konntet. Schaut euch einfach diese kleinen Tricks ab und ja, ihr werdet in kürzester Zeit ein Super Meat Boy Meister. So sieht's aus. Und ja, so schnell kann ich die Bosse schlagen. Und mein Kater ratzt. Was man natürlich jetzt... Da, jetzt sieht man's. Okay. Das war eigentlich auch alles, was ich wollte. Und ja, wir sehen uns das nächste Mal zum nächsten Video. Übrigens, was Super Meat Boy angeht, es wird noch ein Video geben, wo ich ein Level extrem spiele. Das bedeutet, ich spiele eins der, naja, meiner Meinung nach, kärzesten Level überhaupt und werde von allen Seiten mit Zeugs beworfen. Und muss das Level schaffen. Man muss nicht sagen, dass es ein richtiges Kuddelmuddel wurde, aber hey, es hat Spaß gemacht. Und ja, das Video kommt demnächst. Also, bleibt dran, Leute, bleibt cool und wir sehen uns beim nächsten Mal. Cheerio!